Was geht ab? Was geht da, Leute? Herzlich willkommen in ein neues Eternal Evolution Video. Und wir gehen nochmal rein in die Hell Arena. Und ja, wir gehen heute mal gegen Dolphs rein. Ist auch ein German Dude, habe ich festgestellt. Wusste ich vorher gar nicht. Der hatte mich angeschrieben in-game. Und wir schauen mal, was wir hier machen können. Er hat echt starke Teams. Hab schon mal reingeguckt hier auf jeden Fall. Sind ja vor allen Dingen das Team mit Immortal für Coraxia ist natürlich. Ich glaube, da schicke ich irgendwas gegen, was eh mein schlechtestes Team ist. Das sind wahrscheinlich meine Energies. Energy Team ist wahrscheinlich das schlechteste. Seine Tanks sehen auch super stark aus, um ehrlich zu sein. Habe ich ja auch sehr oft so gespielt. Ich habe ja mein Tank-Team ein bisschen umgeändert. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich es so spiele. Ich stelle es erstmal so. Ich hoffe, dass dadurch dieses Team vielleicht gewinnt. Ja, das Team sollte auf jeden Fall gegen Energy gewinnen. Hier mal noch Jaina in die Mitte, auch wenn es keinen Unterschied macht. Was haben wir denn überhaupt noch für Heroes im Aufgebot hier? Weil ich bin auch nicht Fan so von Serena, um ehrlich zu sein. Vielleicht stelle ich Doralee hier hin noch. Doragon könnte noch ein bisschen was abtanken, ne? Probier das mal einfach aus. Dass ich Doralee hier noch hinstelle und Doragon vielleicht was abtankt, aber so. Dann kriegt er noch 15% mehr Leben von Taresh. Versucht das einfach mal. Ist mal ein Test. Wir sind hier, wir sind eh, Leute, die Sache ist so, wir sind eh schon weiter in der Hell-Arena. Von daher kann ich jetzt auch noch gegen richtig starken Gegner hier ein bisschen was probieren, was immer gut ist. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas irgendwo Sinn macht. Aber so viel habe ich ja auch nicht mehr. Meine Helentis ist noch ein bisschen traurig. Ja, ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr allzu viel, um ehrlich zu sagen. Was für mich so Sinn macht. Ampu macht keinen Sinn, Ravenna wird auch keinen Sinn machen. Ampu wird hier vielleicht Sinn machen, anstatt Creed, aber dann verliere ich den Vanguard-Bonus, ist auch scheiße. Und hier sowieso nicht. Ich denke, wir versuchen es einfach mal so. Ich weiß, safe, Team 1 wird voll auf die Fresse bekommen. Team 2 wird ein enger Fight, glaube ich. Kommt drauf an, ich glaube, die Hunter sind besser. Das habe ich ja schon mal damals getestet, dass die Hunter da richtig gut sind mit den Tanks. Deswegen denke ich, Team 2 wird auch verlieren. Team 3 könnte gewinnen, ich weiß es nicht. Ares kann halt hier hinten die ein bisschen ficken und wenn der die pullt. Ja, das ist das Problem. Ist auch ein Test. Ich könnte auch safe auf 2 zu 2 gehen. Indem ich einfach Tanks nehme und meine Tanks hier hinstelle. Ja, dann verliere ich die ersten zwei Fights und gewinne die letzten zwei Fights. Aber ich möchte das hier einfach mal probieren, wie dieses Line-Up ist, gegen dieses Line-Up testen. Und dann vielleicht hinterher selber schauen, ob ich dann nochmal was editiere an meinen Line-Ups dadurch, durch die ganzen Erkenntnisse. Ich werde sowieso jetzt Ende der Woche mir nochmal die Fights alle dann angucken, die gelaufen sind, wenn ich Zeit habe. Und dann noch mal ein paar Schlüsse vielleicht rausziehen. Es ist alles längst nicht so gelaufen, wie ich es mir komplett vorgestellt habe. Aber es ist auch alles nicht schlecht gelaufen. So, ihr habt das ja auch mitbekommen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen einfach mal rein und gucken uns jetzt den Fight hier an. Und ja, schauen erstmal uns an, wie Legendary, also wie Immortal Coraxia uns zerschnitzeln wird. Ja, das wird jetzt hier schön interessant sein. Also Legendary Coraxia wird uns hier komplett zermalmen. Das Team hier wird uns so auseinandernehmen. Komplett. Aber sowas von komplett. No chances hier. War zwar ein relativ cooler Blast hier von Jaina, aber ihr seht jetzt schon. Das war so klar, dass das genauso aussieht. Der Fight ist interessant hier auch. Bin mal gespannt, wie sich Doragon hier auswirkt. Ich habe das jetzt einfach mal mit Doragon ausprobieren wollen. Weil ich ja das Summoner eh ein bisschen weggelassen habe. Mal gucken, wie sich das auswirkt.
Sieht erstmal ganz gut aus. Duragon steht da noch richtig safe. Boah, das scheint gut zu funktionieren, nur jetzt auf den ersten Blick. Muss ich sagen, es war ein sehr guter Taktikkniff, glaube ich. Das war richtig stark von mir jetzt diesmal gemacht. Endlich mal eine halbwegs vernünftige Entscheidung. Auch wenn seine Tanks super stark sind, ihr seht das. Wenn Panda ultet, kommt natürlich ordentlich Schaden rein. Aber ich hoffe, dass mein Panda als nächstes die Ult wieder hat. Was wichtig ist. Ja, hat er. Und damit dürften wir eigentlich hoffentlich gewonnen haben. Wenn sein Panda jetzt mal bitte stirbt. Nein, sein Panda überlebt mit einer P. Was ist das? Egal, gewonnen. Aber dieses 1 AP und dann kann er nochmal ulten. Okay, das war viel besser. Diese Sache muss ich mir schon mal merken. Funktioniert gut. Jetzt bin ich auch gespannt auf den Fight hier. Ich habe ja gehofft, dass wir Serena und so relativ schnell durchbekommen. Ja, natürlich schlecht, dass meine Rebe jetzt da gepullt wird. Die wird natürlich jetzt super schnell drauf gehen. Die Frage ist halt, wie schnell geht seine Serena drauf? Natürlich wahrscheinlich nicht so schnell wie mein Dingens. Wie meine Rebe, wenn die da unter Dauerbeschuss steht. Jetzt kriegt Rhyzeris hier. Okay, Rhyzeris, das ist der Bug von Ares, sobald irgendwie ein Gegner eine Ultimate einsetzt, pullt der nicht mit. Jetzt nimmt er sie mit. Ja gut, okay, das war hier nicht so optimal gelaufen, wie er hofft. Aber es lief trotzdem nicht ganz so schlecht. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Ich weiß nicht, ob Rhyzeris schon auferstanden ist. Ich habe hier mit Tümmel kaum was erkennen können. Aber es sieht so aus, als ob Rhyzeris schon aufgestanden ist. Und deswegen haben wir ein bisschen Probleme hier. Aber ich denke trotzdem, dass wir das auch gewinnen werden hier. Ja, wir gewinnen das safe. Ja, 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 das sieht doch ganz gut aus. 2 gegen 1 ist immer Vorteil, oder? Vor allen Dingen, mein Barock ist halt auch nicht so schlecht. Schon eine ordentliche Maschine. Ah ja, das gewinnen wir locker. Okay, das ist auch gut ausgegangen. Oh, sein Barock ist ja richtig wieder hochgegangen. Holy shit. Was ist denn mit seinem Barock los, Digga? Leckst du mich fett, ey. Er hat sich einfach komplett wieder hochgehalten. Wie ging das denn? Weird. Weird, wie krass. Okay, sein Barock zerlegt uns einfach. Das ist, glaube ich, Emo 5 Barock. Oder? Ich weiß nicht. Sein Barock hat sich aber so krass wieder hochgeheilt. Ich weiß nicht genau, wie oder warum. Hat er Healset im Barock? Das sah nach Healset im Barock aus, oder? Es wird knapp. Ich glaube, wir gewinnen trotzdem. Aber es sah eine Zeit lang kurz echt eng aus. Ja, und den Fight gewinnen wir auch auf jeden Fall. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Energy Teams werden einfach gerupft hier in der Arena. Von hier, sag mal, Energy. Von Assassin. Auch wenn es noch relativ vielleicht knapp aussieht. Aber hier, das ist es jetzt gewesen für Nord. Ihr seht das, der kann die beiden jetzt wahrscheinlich nicht one-shotten. Nein. Ja, ein 3-1 gegen Dolphs ist stabil, Leute. Wir haben eigentlich nur den gegen seine Koraxia verloren. Ansonsten waren die Teams, die ich hier dazu gestellt habe, sehr, sehr nice. Haben gut rasiert, muss man sagen. Ja, gucken, was uns das jetzt hier so im Ranking macht. 46, wir können, ich habe noch 2 Fights. Wir können noch auf 15. Wir können eh nicht Erster werden. Von daher ist es eigentlich egal. Ich wollte euch einfach diesen Fight schon mal zeigen. Und dann gehen wir in die nächsten Fights rein. Wir werden halt safe Zweiter. Ja, so viel steht fest. Die anderen haben alle schon, glaube ich, ihre Fights gemacht. Deswegen können wir hier weiter noch testen. Wir gehen mal gegen Ultiva rein noch. Und gucken, was wir da noch machen können gegen Ultiva. Das ist sein... Ja... Assassin-Team mit Nord. Keine Ahnung, warum mit Nord. Nord nicht, wie gesagt, ich finde Nord nicht so geil. Ich denke, ich lasse da mein Assassin-Team gegen spielen. Das sollten wir eigentlich bumsen, dann sein Team. Ja, das ist ja schön hier. Mhm. Da stelle ich doch dann mein Energy-Team gegen die Summoner. Mein Tank-Team dann gegen sein Tank-Team. Wir haben ja festgestellt, das ging richtig gut mit Dorali. Aber verraten, Leute, nicht verraten. So.
Sein Wenger-Team hat eine richtig hohe Power. Er hat Ares. Ich weiß nicht, Ares nervt halt total, ne? Aber mein Creed ist noch im Bugmaster-Set, sehe ich gerade. Das behebe ich nochmal ganz kurz, das nervt mich. Ja, Leute, immer dieses Hin- und Her-Geswitche der Gears. Ich komme darauf nie klar. Ich habe es nur jetzt gerade zufällig gesehen. Guck mal, irgendwo habe ich doch noch sein Creed-Gear gespeichert. Oh, ich weiß noch nicht mal wo. Das ist auch nervig. Ich habe schon 91 von 100, ne? Und das ist auch bald einfach voll. Man sucht sich hier immer einen heißen, ne? Warum machen die nicht einfach, dass man für jeden quasi speichern kann, Alter? Für jeden so 10 Stück oder so, für jeden hier. Ich weiß nicht, Mann. Ich suche mir jetzt hier wieder einen heißen, da Creed PvP, so. Machen wir den nächsten Fight jetzt hier schnell nochmal gegen Ultiva. Ich stelle das schnell nochmal so hin, wie wir das gerade hatten. Das hatten wir so. Hier hatten wir mein Energy Team. Und hier hatten wir nochmal die Tanks getauscht. Ja, so. Wir versuchen das so mal. Ich bin mir nicht sicher. Zweites Fight sieht sehr, sehr schwer aus, um ehrlich zu sein. Könnte das hier eine Niederlage werden? Depends. Kommt drauf an. Gerade war auch ganz gut für mich. Wir gucken mal. Ja, wir gehen mal rein und gucken mal, was wir hier so machen können. Gucken, was hier Doralie macht. Doragon ist halt super cool. Der fängt halt auch nochmal ganz viel ab hier. So an Schaden, sag ich mal. Jetzt wird hier hart auf mein Panda rasiert. Ist nicht so gut. Dass Rebe da noch ein bisschen abgenervt hat, aber passt schon. Wichtig ist halt, dass Panda jetzt nicht so schnell stirbt. Ne? Aber Panda ist da hinten jetzt relativ safe, gerade in dem Bereich. Der kriegt jetzt hier keine Knockdowns ab. Daher sieht das eigentlich ganz gut aus. Weil Tarisch kann vielleicht nochmal knocken. Okay, perfekt. Ja, das haben wir locker gewonnen. Doragon steht immer noch, Leute, wie ihr seht. Sehr, sehr geil. Finde ich gut, finde ich gut. Das funktioniert wirklich gut. Bin ich positiv überrascht von. So, das Team war ja jetzt hier der interessanteste Fight von allen, glaube ich. Und das Assassin gegen Assassin-Team. Komischer Fight, der so richtig in der Mitte sich abspielt. Richtig weird. Immer wird meine Rebe gepult, mega mies. Absolut mega mies, muss ich sagen. Aber es sieht trotzdem nicht ganz schlecht aus. Ich hoffe, mein Creed kriegt noch irgendwie seine Ulti da raus. Kein Plan. Jetzt wird Ryzeviz rangeholt. Nee, doch nicht. Hat es wieder abgewehrt mit der Ulti. Das heißt, Ryzeviz kann hier nochmal gut Schaden machen. Jetzt wird Ryzeviz halt gepult, aber sie steht nochmal auf gleich. Und kann hoffentlich nochmal ein bisschen Damage machen. Oh, das sieht doch ganz gut aus für uns. Wieder gegen Barok. Diesmal aber 1 gegen 1. Ne, 2 gegen 1 gegen Barok. Aber Ryzeviz kann natürlich rangepult werden jederzeit jetzt. Er hat den Grapple nicht getroffen, habt ihr gesehen. Gucken, ob wir die Ryzeviz Ult jetzt nochmal ziehen können. Dann wird es eigentlich ganz gut aussehen. Nein, Ryzeviz wird nochmal gekillt. Ja, mein Barok verliert dann wahrscheinlich, oder? Enger Fight wieder. Barok gegen Barok, ey. Mal gucken, was mein Barok so taugt. Vielleicht muss ich den auch nochmal regieren. Der hat jetzt auch noch nicht so das krasseste Gear bei mir, muss ich sagen. Aber wir schauen einfach mal. Das ist ja auch der endlose Fight, Digga. Da. Das ist Sparta. Es sieht eigentlich ganz gut aus für meinen Barok, um ehrlich zu sein. Aber vorhin sah es auch weird aus. Mal abwarten. Gut, wir machen das mal in zweimal Speed jetzt hier, ey. Das ist ja schlimm. Wer gewinnt? Ich glaube, das wird einfach bis zum Ende beide überleben, ne? Und dann welcher halt weniger Prozent Leben hat oder so, nach dem Motto.
Einfach welcher Moment gerade besser ist für wen. Ja, das sieht sehr schlecht aus für mich, oder? Ja, jetzt haben wir wieder Blutung drauf. Wir haben Schild, keine Ahnung. Ja, okay, wir haben gewonnen, glaube ich. Weil wir hatten mehr Leben. Ich weiß nicht mal, ob es jetzt so gewertet wurde. Hier meine Energy jetzt gegen Summoners. Energy rasiert ja Summoners komplett weg. Da machen wir jetzt eigentlich gar keine Sorgen, dass wir den Fight jetzt hier irgendwie nicht gewinnen sollten. Auch wenn natürlich mein Rest da komplett blöd steht, aber ist eigentlich auch egal. Weil, wie gesagt, Energy wirklich richtig gut so gegen Summoners ist. Auch der Grund, warum ich Summoner überhaupt nicht in die Defense gepackt habe. Summoner in der Defense absolut schlecht sind. Auch in der Offense. Summoner sind einfach anders schlecht. So, das war der Win. Und dann gucken wir mal hier, was wir hier noch haben. Der Fight sieht auch schon gewonnen aus. Perfekt. Das schmeckt doch. Ja, dann haben wir hier auch noch ein 4-0 geholt. Sehr gut. Ja, aber wie gesagt, wir können nicht Erster werden. Wir können nur Zweiter werden. Wir haben noch einen Fight offen. Den machen wir auch noch. Da gegen Muggle. Wir gucken mal rein. Er hat hier sein Energy-Team mit Barok. Hier hat er sein Summoner-Team. Da tue ich auf jeden Fall schon mein Energy-Team hin. Dann haben wir hier Tank-Team ohne Tarish. Dude, ich glaube, da lasse ich das Team hier spielen. Ohne Tarish ist doch voll weg, glaube ich. Ja, so. Warte mal. Ich kann auch einfach mein Tank. Ich weiß nicht. Jetzt ist wieder ein bisschen überlegen gesagt. Ares könnte auch gut gegen hier hinten die wegpullen, ne? Aber. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich denke, das Team sollte eigentlich eine gute Chance haben gegen, gegen Tanks ohne Tarish. Seine Assassinen sind hier natürlich relativ gut auch aufgestellt, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, warum steht eigentlich meine Fiona in der Mitte. Defense bringt eh nichts. Ich stelle meine Fiona besser auch nach hinten her. Und ja, ich stelle Rickard nach hinten, falls Bailey stirbt, ja manchmal relativ früh, dann hat mein Rickard wenigstens noch 6% mehr Crit-Rate. Stell das so auf, dann haben wir noch ein bisschen Death auf Dingens, auf Dominic. Ja, wir gehen mal rein und gucken uns das Ganze an. Also das hier sollten die Tanks ja halt locker wegmachen. Ach guck mal, seine Jaina hat nicht mal die Injektion, Alter. Da hätten wir auch locker mit dem Vanguard-Team gegen gewonnen. Ich dachte, vielleicht hat seine Jaina die Injektion und dann wird es knapp werden für Vanguards, aber da so ja überhaupt nicht. Ja gut, die Summoner werden natürlich jetzt auch quasi komplett immer weggemacht von Energy, ne? It is what it is. Summoner sind einfach nur Trash. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Summoners können halt einfach gar nichts. Dude, da bringen ja auch immer 5 Summoners nichts. Die sind einfach nicht gut. Mal schauen, ob der nächste Summoner, der kommt, was verändert daran. Aber im PvP sind Summoners einfach nur noch Gurken. Ja, gucken wir mal. Das war jetzt hier das Risiko, was ich unnötig vielleicht eingegangen bin. Aber ja. Man weiß immer vorher nicht, wer injiziert wird, ne, wenn da Miranda steht. Hätte natürlich auch Jaina sein können. Naja, it is what it is. Wir gucken uns das hier an. Sieht auch erstmal gar nicht so schlecht aus für mich, muss ich sagen.
Jetzt kommt die Pando-Ult, jetzt wird es halt gefährlich, aber das Gute ist, dass Barok gerade springt. Wenn Ares jetzt hier seinen Ulti bekommt, ja gut, okay, das Zerlegen zerpflücken wir doch ganz schön gut. Obwohl Ares muss jetzt halt durchhalten, ne? Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir halt Wurmegon schnell tot kriegen. Ne? Also, Wurmegon ist halt wie gesagt Biest, ne? Wenn der jetzt Ares komplett weghaut, haben wir ein Problem. Aber das sieht gut aus, das macht Rebe. Ja, okay, alles gut, dann haben wir hier auch ein 4-0, wie es aussieht. Sollte jetzt hier nichts schief gehen. Was ich aber eher bezweifle, ich denke mal, dass meine Summon, ach, meine Assassinen das machen. Ja, langsam haben wir durch die ganze Erfahrung, die wir auch im Vorlauf gemacht haben, läuft es auch schon mittlerweile ein bisschen besser. Aber der Fight hier sieht ziemlich knapp aus, bin ich ehrlich. Der Fight ist auch irgendwie in meiner Hälfte, das ist schlecht für meinen Gabal. Das ist so RNG halt, ne, bei Assas gegen Assas, in welcher Hälfte du fightest. Unlucky. Am besten muss ich hier mal überlegen, wenn ich Assas gegen Assa mache, auf Full HP Fiona zu gehen, damit meine Fiona nicht getargetet wird. Von den Assassinen der Gegner, ne? Das fällt mir jetzt gerade so auf, weil meine Fiona wird immer getargetet und dadurch verliere ich das. Fällt mir gerade einfach so auf. Okay, das verlieren wir. Schade. Aber wieder was daraus gelernt, ne? Wenn ich okay, da muss ich mit Fiona nochmal rumspielen. Weil ich habe Fiona auch nicht im PvP jetzt gehabt. Macht Sinn, okay. Das werde ich umändern. Ja, passt. Leute, jetzt haben wir alle Fights durch. Wir sind zweiter Platz. Mit großem Vorsprung eigentlich vom dritten Platz. Ja. Das war's erstmal für die Summit, für die Hell Arena diese Woche, Leute. Hoffe, hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann, auch wenn ich wieder Zeit habe und wieder Hell Arena mache. Versuche ich es wieder aufzunehmen. Ja, momentan zeitlich ein bisschen einbegrenzt. Egal, lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. Peace. Euer RZA9.